Guten Morgen, liebe Grüße aus Mexiko. Also erstmal vielen Dank für die ganzen Likes und Kommentare, die ich immer bekomme für die Videos. Das hilft mir im Algorithmus bei YouTube. Also wenn ihr das weiterhin teilt oder liked oder kommentiert, das ist echt super. Das hilft mir, dass die Videos rauskommen an die Öffentlichkeit. Ist halt wie bei allen Social Media so. Das habe ich nicht. Habe ich nicht entwickelt. wer ich bin? Ich bin Jaurina Agathe Fola, Heilerin, Seherin, multidimensionales Wesen. Ich bin eine Sternensaat. Mich hat jemand ganz Liebes da draußen gebeten, die mir schon eine ganze Weile folgt und hat gesagt, hey, bitte mach doch mal ein Video über Hohepriesterinnen. Ich weiß, da draußen gibt es so viele Sachen. Wir haben so viele Bücher über Hohepriesterinnen oder Hohepriester. Ich glaube, ihr kennt bestimmt das Buch Die Hohepriesterin. Es ist ein altes Buch, aber wenn ihr das lest, das geht sehr zu Herzen und für mich sehr authentisch. Vielleicht lest ihr das mal. Es ist ein blaues Buch, Buchband, drauf ist eine Pyramide mit der Sphinx und die Dame erinnert sich an eine Zeit im alten Ägypten. Also mich hat es damals sehr bewegt, als ich das gelesen habe und ich glaube, wenn man damit in Resonanz geht, dann macht es auch was mit einem. Ich habe auch ein Buch geschrieben, aber das ist ein Kinderbuch, das findet ihr bei Kindle, das heißt Aurena und die Magie des Wassers, aber es ist auf Englisch. Ich werde mal schauen, ob ich das noch als Buchband rausbringe. So, jetzt lass mich zum Thema kommen und zwar ich selber, haha. Ich werde hier von Sachen berichten, die ich selber erlebt habe. Ich möchte nicht Sachen und Energien herbeiziehen, mit denen ich nicht in Resonanz gehen kann. Und ich werde jetzt einfach ein paar Geschichten von mir erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu bereit bin. Ich mache es jetzt einfach mal. Wenn man es nicht ausprobiert, kann man es nicht wissen, gell? No risk, no fun. So, also ich stehe nicht und ich unterstütze nicht Tiefenhypnose, definitiv nicht. Es gibt Methoden, wo man sich an frühere Leben erinnern kann, zum Beispiel Akasha-Chronik oder wenn du deine Blockaden wegräumst, Themen heilst, dann kannst du dich einfach so automatisch an deine früheren Leben erinnern. Tiefenhypnose ist wirklich ein Zustand, wenn man sich nicht daran erinnern kann. Einmal hat die Person, die das macht, Macht über dich. Du weißt ja gar nicht, was die dann mit dir veranstaltet oder was die für Fragen stellt. Und mir ist einfach aufgefallen, auch wie bei der Dolores Cannon, für die alle, die die Dolores Cannon kennen, lustig, kennen. Ja, sie hat die ganzen Infos und Bücher geschrieben durch die Leute, mit denen sie Hypnotherapie gemacht hat. Ich meine, klar kann jetzt jeder sagen, das hat mir geholfen, blablabla, blub. Ja, aber die Person, die dann die Hypnose unter der Hypnose ist, kann sich an nichts erinnern und das ist ein Kontrollverlust und das finde ich steht nicht im Sinne der Selbstermächtigung, ganz ehrlich, weil es gibt andere Methoden, eben Akashic-Chronik, dann gibt es Hypnosen, wo man ganz klar und bewusst ist, The Journey, Brandon Bass, also es gibt so viele Sachen, die mega genial sind. Genau, ihr könnt euch auch bei mir melden. So, auf jeden Fall, wenn ich Informationen erhalte, ist, wenn ich eine Heilsitzung mache. Wenn ich schlafe und manchmal einfach, wenn ich an Orte gehe. Ich habe ja die ganze Welt bis jetzt bereist. Ich glaube, das werden zwei Videos. Ich habe die ganze Welt bereist und wenn ich an bestimmten Orten bin, zum Beispiel die Geschichte jetzt von, als ich in Mexiko war, beziehungsweise in Hawaii während Covid. Also ich bin ja so gesegnet, dass ich keinen Lockdown hatte. Ich hatte kein Covid. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder geführt worden, wie man es nimmt. Und ich habe in dieser Zeit ganz viele Heilungen für mich gemacht. Nicht, weil ich die Beste und Tollste sein will, sondern weil ich glücklich sein will. Mein Ziel hier auf dieser Erde ist es einfach nur glücklich zu sein und alles andere kommt dann. Und ich werde damit anfangen, dass ich als Kind
schon wusste, dass ich im alten Ägypten war. Mein Papa ist 1929 geboren. Ich bin 1980 geboren. Ihr wisst ja, da gab es kein Internet, da gab es kein Google, da gab es keine Handys. Da hatten wir noch die Telefone mit der Scheibe und den Schwarz-Weiß-Fernseher, wo man drücken musste, ohne Fernbedienung. Und den Kassettenrekorder, solche Sachen. Und ich weiß, dass ich als Kind mich daran erinnert habe und dass ich wusste, dass ich im alten Ägypten war. Und ich hatte immer Schwierigkeiten mit Freundschaften, weil ich die Gedanken oder Energien und Schwingungen von den Kindern fühlen konnte. Und das hat mich immer erschreckt. Und ich habe mich dann fehl am Platz gefühlt, beziehungsweise ich hatte Angst. Und ich weiß auch, dass ich habe immer mit meinem Nachbarsjungen gespielt. Falls du das irgendwann mal da hörst, weiß ich, dass ich immer erzählt habe, und es war für mich sehr reell, dass ich gesagt habe, hey, es gibt Häuser und Türme, es gibt einen riesengroßen langen Turm und der geht bis hoch in die Wolken. Und da leben Menschen, und ich habe ihm das erzählt, und am nächsten Tag kam er und sagt, du lügst, sowas gibt's nicht. Ja, für die Deutschen damals, 1983, 84, 82, nee, da gab es das nicht, weil das keiner wusste. Mittlerweile haben wir TikTok, Social Media, Instagram, wo die digitalen Nomaden auf der Welt reisen und Berichte machen, was es für unglaublich große Türme gibt, die Tempel sind, Berge, die bis in die Wolken hineinreichen, und die tatsächlich existieren. Und ich war auch gerade in China, war ich auf dem Emi-Berg, schaut euch das an, Emi Mountain, Emi-Berg. Ein unglaublich, also da fährst du mit dem Bus 2 Stunden hoch, dann mit der Gondel nochmal ca. 20 Minuten und dann musst du nochmal eine halbe Stunde laufen. Und dann bist du auf einem der schönsten Plateaus mit wunderschöner Musik, auf einem Tempel über den Wolken. Ich habe geheult, als ich dort war, und die Energie war so unglaublich schön und die Luft war so rein und die Menschen sind so liebevoll. Und du kannst immer ganz easy auf die Toilette gehen. Die geben dir kostenlos Ingwer-Tee. Du kannst überall essen. Die Leute sind so lieb und rücksichtsvoll. Und das ist eins dieser Dinge, wenn du dich an sowas erinnern kannst. Und es geht jetzt mir nicht hier um diesen Titel, ich bin eine hohe Priesterin. Es geht generell darum, diese Informationen, was machst du mit diesen Informationen hier im Jetzt, in diesem Leben denn? Es wird gesagt, entweder waren es frühere Leben oder parallele Universen oder es waren Seelenfragmente im Kollektiv. Ja, ich meine, klar kann man jetzt sagen, kann da nicht jeder Kleopatra gewesen sein? Ja, wieso nicht, wenn wir alle miteinander verbunden sind und es im Kollektiv ist? Aber dann kann es nur eine Person geben in der irdischen Welt, die natürlich Kleopatra war. Wer weiß denn das schon? Also das ist das eine, wo ich mich daran erinnere, dass ich in anderen Leben war. Auch als Kind habe ich Yoga gemacht, wie so ein Yogi, und habe mich hier so verrenkt und habe Lotus-Sitz und alles gemacht. Das kriege ich heute überhaupt nicht mehr hin. Meine Mama hat dann immer nur zugeschaut und ich habe mir immer gedacht, hä, wie kann ich? Ich wusste einfach, was ich zu machen habe, und ich habe das dann gemacht. Also ich habe als Kind Yoga gemacht und es hat mir keiner beigebracht, und meine Eltern sind gehörlos. Meine Mama ist christlich aufgewachsen, von der habe ich es auf keinen Fall. Ich habe es aber auch komischerweise niemandem erzählt, und meine Eltern konnten es niemandem erzählen, weil was hätten sie denn sagen sollen? Ich glaube, da gab es das Wort Yoga gar nicht. Also das ist so eins dieser Sachen, wo ich sage, okay, dann geht es weiter. So. Ich mache jetzt mal ein paar Sprünge. Das war jetzt noch in Deutschland als Kind. Und als ich dann, ich werde ein neues Video machen, ja, Teil 2, kommt gleich wieder zurück, bis gleich.